Und dann könnt ihr auch kommen, gerne. Jetzt gerade, wie gesagt, Early Bird, 5 Euro ist gar nichts. Und ja, mit ein paar Mitgamern kann man da auch mal chillen und grillen und daddeln. So, jetzt sind wir im Winners Semifinals, und zwar im zweiten. Eben haben wir das erste gesehen. Jetzt wird sich entscheiden, wer gegen Linotox im Winners Finals antreten wird. Zwischen hier Beißel und SDN. Ja, SDN bisher noch kein einziges Game gedroppt. Glaube ich zumindest. Ich gucke noch einmal. Aber das sah bisher sehr, sehr safe aus bei ihm. Beißel, ja. Also, hat glaube ich ein Set gegen Linotox verloren. Und vielleicht das ein oder andere Set ein bisschen knapper werden lassen, aber grundsätzlich hat man auch bei ihm gemerkt, oh, wollte hier zu viel mit dem F-Smash, hat sich zu safe mit der Dose gefühlt. Merkt man durchaus, dass er ein bisschen was dazugelernt hat seit NRW Cup. Oh, aber ja, also SDN spielt aggressiver als sonst, würde ich mal behaupten. Double Dash Attack? What? Okay. Also schon cool, muss ich sagen. Und SDN ja auch einer der Spieler, die bei NRW Cup waren. Wie so viele im Norden, das finde ich sehr, sehr cool. Oh mein Gott. Also jetzt gerade auf jeden Fall ziemlich starkes Play von SDN. Aber ja, Beißel immer einer von den Leuten, die SDN auch gefährlich werden können. Allerdings muss er da auch, was Kills angeht, mithalten können. Und das ist manchmal gar nicht so leicht gegen den Sorden wie Ike, da ein paar Early Kills zu bekommen. Also auch natürlich weiß halt immer den Spike so, aber ansonsten schwer. Also auch die Dose, der Angle ist halt immer nach oben. Selten irgendwie nach unten. Oh, okay, ja, kann man machen auf jeden Fall. Einmal einen Stock traden. Oh, lol. Einmal kurz so einen komischen Bug ausnutzen. Soll ich jetzt DQ'en? Soll ich DQ'en, weil er Bug-Infusion gemacht hat? Nein, hat ihn ja nichts gebracht. Aber war sehr, sehr lustig. Ja, falls ihr das zu Hause nachmachen wollt, einfach, wenn ihr gestorben seid, gerade mit Dakan, Downbeat spam und dann bleibt er da irgendwie einfach stehen. Währenddessen Bay Campo hat gegen Justin gewonnen. Strong, sehr stronges Showing hier von Bay Campo. Oh! Und währenddessen macht Belcampo hier SDN den Sack zu 50% auf seinem zweiten Stock erst gehabt und holt sich hier das erste Game. Genau, wie ich eben gerade gesagt habe, Belcampo muss jetzt gegen Papi Chow schon wieder. Oh, okay, die haben nämlich on-stream hier im Pool schon gespielt gegeneinander. Aber ja, Belcampo hat gegen Justin gewonnen und ist damit auch in der Top 8. Ziemlich stark, weil Justin auch auf NRW Cup ein echt gutes Showing hatte. Belcampo war auch da, auch gut gespielt auf NRW Cup. Nice Face gegen Sketty ist auch schon im vollen Gange, habe ich auch schon gesehen. Sheik gegen Pyran Mithra, ziemlich cool. Jetzt aber weiter hier im Winners Semifinals. SDN gegen Beißel. Und ich habe mich auch schon so gefragt, wird das so das erste Mal, wo SDN nicht zweimal hintereinander gewinnt. Weil normalerweise, also er hat das letzte gegen Dafung noch verloren und normalerweise ist es so, er verliert eigentlich keine zweimal hintereinander. Meistens gewinnt er einfach die ganze Zeit, aber manchmal verliert er so eins. Was könnte sein, dass er heute das erste Mal seit langem, oh, aber so wie er jetzt gerade spielt, wird er kein einziges Game droppen. Da bin ich ehrlich. Das ist ziemlich insane gerade. Also so aggressiv hat er noch nie gespielt. Und er hat schon, was Aggression angeht. Also er hat mal deutlich passiver gespielt. Deutlich passiver. Aber jetzt, holy moly. Das ist ein Advantage-State, sag ich dir. Weißt du, da ist gerade so ein bisschen verwirrt gerade, wie es aussieht. So, 132%, also für Beißel alles immer noch möglich. Nur muss er irgendwie halt diesen Kill bekommen und SDN. Oh, okay. Da war eine kleine Lücke, die Beißel nutzt mit dem F-Smash. Gerade auch schon ein bisschen was aus dem Silberbracket. Silberbracket heute insanely stacked.
Ian gegen Cruel auf Stream gerade. Auch sehr, sehr hyped, so wie es aussieht. Ich höre da ein bisschen was im Hintergrund. Ja. Also wenn ihr mal hier seid und nicht Top 8 werdet, oder Top 12 in diesem Fall, dann trotzdem weiterspielen, weil bei uns Silberbracket auch mal ganz wichtig ist. Sehr, 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 sehr hype. Okay. Also wir sehen immer noch alles ziemlich even. Die Tekken-Musik am Start. Oh. Von Bicer gewählt, um in den Modus zu kommen. Oh, das ist der Doppelkill. Okay. Also das ist tatsächlich doch ein bisschen zu greedy von SDN. Das hätte sich nicht gelohnt, da zu sterben. Jetzt auf jeden Fall die Chance von Beißel. Oh, okay, gut aufbewahrt den Sprung gerade von SDN. Da hätte noch sehr viel Schlimmeres passieren können als 27%. Aber guckt euch mal an, wie aggressiv SDN einfach ist. So aggressiv geht bei allem hinterher. Forced Beißel dazu, bestimmte Aktionen zu machen, wie zum Beispiel die Abi. Die hat... Oh, schönes Ping-Pong-Spiel hier mit sich selber. Spiel praktisch Squash. Okay, also jetzt sieht das natürlich ganz anders aus auf einmal, aber das kann sich auch immer schnell wieder ändern. Nur jetzt im Moment, die Wall ist das erste Mal im Game, dass die Wall am Start ist. Ah, ich weiß nicht, was er vorhat mit dieser Dose da oben. Also er will anscheinend irgendeinen Early Kill damit finden, aber wenn er die Dose da oben hat, dann ist sie halt nicht zwischen ihm und SDN. Und das ist so ein bisschen gerade so eine Win-Condition. Sieht zumindest so aus. Okay, diesmal ist die Dose am Boden. Ja, das ist ein ganz guter Platz da gerade. Oh, nee. Oh, das war knapp. Und ich weiß nicht, ob das gekillt hätte. 144%, so ein oder zwei Dosen frisst. SDN dann doch noch. Oder hat er sich dafür entschieden, dann doch nicht aggressiv? Er hätte nochmal fair drücken können. Es hätte schon sein können, dass das Geld. Und? Nein, Side B wahrscheinlich. Ja. Okay, Walter. Und. Dose und eingelocht. Tatsache, Beißel mit dem 1:1. Ziemlich cool. Macht Spaß. Ich mag das Set. Und ich mag die Musik. Gut, also, wir haben Ike gesehen. Wir haben Duck Hunt gesehen. Und das erste Game ging an SDN. Das zweite ging an Beißel. Safe Progress. Gut. Ja. Also das Set kann gerne weiterhin so spannend bleiben. Denn 1:1, also das erste Game, was SDN hier in diesem Turnier droppt, ist gegen Bicel. Wie so oft auch. Also SDN hat diese clean Läufe dann doch öfters auch. Also hat auch schon mit Wolf teilweise Turniere hier gewonnen, ohne wirklich ein Game zu droppen. Und wir haben jetzt auch gesehen, ich weiß nicht genau, was das für ein Ranking ist, aber das sind so Rankings, wo man sieht, wer praktisch so die besten 100 von jedem Charakter. Und da haben wir sowohl Ruven als auch SDN drauf gesehen. Also SDN, zumindest von diesem Ranking her, ist wohl der beste Wolf aus Deutschland. Wobei man sagen muss, der beste Solo-Main-Wolf wird dann immer noch Janus sein. So, aber SDNs Wolf ist als Secondary auf jeden Fall sehr, sehr stark, muss man dazu sagen. Und wo wir schon von Wolf sprechen, den packt er auch gerade aus und stark, auf jeden Fall. Aber es ist immer noch ein Secondary, also wir können mal gucken. Grundsätzlich, wenn es Beißer schafft, ihn so ein bisschen zu overwhelmen, und das ist, glaube ich, einfach leichter bei einem Secondary, dann gute Chancen hier für Beißel. Allerdings muss man sagen, dass das Matchup von Wolf gegen Duck Hunt schon auf jeden Fall für Wolf ist. Oh oh. Oh, okay. Er hat da versucht, so eine komische Frisbee-Aktion zu starten. Wahrscheinlich sowas wie Frisbee into Up Smash. Okay. Ja. Ja, es kommt ganz drauf an. Also wenn SDN jetzt den Kill bekommt, dann schätze ich seine Chancen, dass er gewinnt, sehr hoch ein. Wenn Beißel das schafft, also wir wissen ja, wie ein Duck Hunt, wie ein Duck Hunt spielt, wenn er... Oh, killt schon, okay. So, und jetzt mal gucken. Also jetzt ist es ganz wichtig für Beißel, da den Revenge-Stop zu bekommen. Ansonsten kann es bei Wolf halt einfach sein, dass du sofort so viel Damage kriegst.
So ungefähr. Das einzelne Hits. 160%. Also jetzt würde auf jeden Fall eine Dose killen. Oh, schön. Okay. Also. Wir sind stocktechnisch even. Gegen SDN ist es immer so, wenn man den Stock zuerst zieht, dann zieht er den in den nächsten 10 Sekunden. Also ist sehr, sehr schwer, eine Stock-Lead zu halten gegen SDN. Reden sollte gerade zufrieden sein, dass er hier gerade so ein spannendes Set von Weißel sieht. Scan kann ich leider gerade nicht zeigen. Ich kann ja mal gucken, ob die gerade drin ist jetzt gerade. Ah, kann ich gar nicht sehen. Okay. Aber der hat auf jeden Fall gerade gegen Niceface in Top 8 gespielt. Mit Sheik. 139%. Oh, der Down Smash, das war ein wichtiger. Schönes Low Profile von Duck Hunt genutzt währenddessen. Und jetzt eine ganz wichtige Situation. Kann er den Stock halten? Okay. Das ist schon mal ein Hit für ihn. Ja, schwer. Schwer gegen SDN Stock halten. Oh mein Gott. Gerade einfach aus dem F-Tilt rausgeflogen. Also sehr glücklich, diese Situation jetzt hier gerade für Beißel. Kann er da den Sack zumachen? Nein. Noch nicht. Oh, aber Forward blockiert nicht. Back for offen. Okay. Oh, wichtiger Befreiungsschlag hier gerade für Beißel. 50%. Beißel und SDN, beide Spieler, die ziemlich gut geplaced haben bei NRW Cup. Beißel auch sehr, sehr stark unterseedet. Hat er dann schon den einen oder anderen Upset geleistet. Oh, viele Up-Airs. Ja, ein bisschen random hier gerade mit dem Down Smash. Okay, einmal schnell offstage gerettet. Eject-Button. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus hier gerade für Beißel, aber ja, ist ein wichtiges Game gerade für ihn. Also, ich höre Hype. Woher kommt der Hype? Ich will nachgucken, wo der Hype herkommt. Ist das von Inside hier? Ja, ich glaube schon. Die Leute sind gehypt auf das Set. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr die Leute hört im Hintergrund, aber es ist sehr lustig. Ich bin besser am Schreien. Oh Mann, ich will auch gucken. Vielleicht ist es auch Ian gegen Cruel. Vielleicht ist das auch knapp gerade. Naja, auf jeden Fall zurück zu diesem Set. 142% zu 80. Er ist schon für beide gefährlich. Also, so eine Back Air von Wolf klatscht natürlich bei Max Rage auch schon. Oh! Schöne Down Air. Also, das habe ich ja gerade überhaupt nicht erwartet. Oh, 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 verfehlt, aber, oh mein Gott, die Plattform einfach. Und, ja, das reicht, Beißel ist in Führung, 2:1. Nicht nur das erste Game, das SDN droppt, sondern auch gleich das zweite. Ziemlich gute Leistung von Beißel gerade, auch gegen den Wolf von SDN. Und ich bin gespannt, ob er jetzt bei Wolf bleibt oder ob er doch auf Ike geht. Ja, wollen wir nochmal gucken. Ja, okay. Wir sehen noch einen Wolf. Wolf gegen Duck Hunt, 2:1. Schauen wir mal, welche Stage gepickt wird. Die gleiche. Okay, also für SDN lag es nicht an der Stage. Der glaubt da an seine Picks, an seine Berechnungen. Schauen wir doch mal. Ja, also wie wir sehen können, deutlich aggressiver einfach. Deutlich aggressiver. Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist. Also ich, so wie ich Wolf kennengelernt habe, muss man auch schon ein bisschen laid back spielen. Nichts forcen. Einfach weil, wenn man forced, ich weiß nicht, also mein Gefühl sagt mir, man braucht schon diesen Laser. Also schon auch manchmal einfach entspannen und einfach Laser spammen. Und den Gegner zu sich kommen lassen. Man muss es halt aus der richtigen Range machen. Ja, also wie wir sehen können. Oh! Dash Attack killed. Also bisher
Die Taktik von SDN mit Pure Aggression geht auf. Das ist ziemlich cool. Also SDN war früher gar nicht so der Spieler, der aggressiv gespielt hat, aber je weiter er kommt, je besser er wird, desto aggressiver wird er einfach. Das finde ich ziemlich interessant. Früher halt immer patient. Immer. Ja, schon 75% jetzt ja auch im zweiten Stock drauf. Oh, hat ihn tatsächlich erwischt hier gerade mit dem letzten Hit von der Frisbee, aber... Oh, und da kommt der Sniper. Sniper Cowboy. Okay, ja, gerade scary situation. Oh, ja, man kann auch nur so lange traden. Ja. Jetzt gerade, was passiert hier eigentlich? Wo fliegt die Dose hin? Warum ist die gerade in die Richtung geflogen? So, okay, offstage. Und Beise wollte es direkt wieder mit dem Spike versuchen. Er ist, man muss aber auch sagen, er ist so insane mit den Spikes. Oh, das wird schwer zu recovern. Aber er schafft's. Er schafft's aus der Situation raus, aber direkt wieder in der gleichen Situation. Okay. Ja, schafft's bisher momentan nur diese Einzelhits zu landen. Oh, er muss von der Stage weg. Oh, die eigene Dose killt bei 160 anscheinend noch nicht. Duckern kriegt nicht so viel Knockback. Das ist der Kill für SDN. 61% auf ihn drauf. Ja, aber da hat Weiße jetzt schon ein bisschen was dran zu knabbern. Ne? Da muss er einiges an Aufholarbeit machen. Aber jetzt hier gerade alles voller Minen. Der Boden ist Lava. Oh mein Gott, 130%. Das ging so schnell. Weiße, die Momentum-Maschine. Und es geht hier weiter. 27% erst bekommen und 160 schon auf SDN. Also jetzt würde die Dose zur Not auch killen. Oh, aber die Becker tut's auch genau in den Hinterkopf. Und wir sind hier in einer Last Stock Situation. Das könnte das 3-1 für Beißer werden. Das könnte auch ausgeglichen werden von SDN. Spannend, spannend. Ich bin mal gespannt. Also ich würde jetzt gerne eine Crowdcam sehen. Ich würde gerne sehen, wer jetzt hier gerade alles zusieht. Weil es werden eine Menge Leute sein. Es ist ein sehr spannendes Set. Oh, oh. Oh. Okay, cool. Aber hat er sich da gerade runtergeduckt? Er hat sich gerade unter den Laser geduckt. Das wusste ich auch noch nicht. Oh mein Gott. Weiß er spielt gerade echt gut. Er catcht alles. Und er hat immer irgendwie Raum für einen Smash. Er wird nicht wirklich dafür gepunished, weil... Naja, weil immer irgendwas rumfliegt. Oh mein Gott, das hätte fast schon sein können. Das hätte fast schon sein können. Oh mein Gott, auf einmal so aggressiv. So aggressiv, das Schild halb weg. Das ist natürlich nicht so gut, wenn du Projektile schilden willst wie die Dose. Oh, aber da hat es noch gereicht. Aber immer noch relativ low. Ja, er will nicht schilden. Wir sehen es. Wir sehen es. Es kommt durchs Schild durch. Oh mein Gott, das ist jetzt gerade... Es wird langsam zu einer Last-Hit-Situation. Back-Air von Wolf wird auf jeden Fall schon killen, aber da muss man natürlich auch irgendwie durchkommen. 164%, jetzt so langsam killt die nächste Dose. Oh! Beißel 3-1 über SDN. Insane. Das war ziemlich... Versteht ihr das? Versteht ihr das? Wir sehen hier, die Fankolonne ist am Start. Ja, die Beißel Ultras. Geil. Ah, das war sehr lustig.